Während Gold heute in US-Dollar am Allzeithoch gekratzt hat, in Euro dagegen ein neues Allzeithoch erreicht hat, weil der Dollar derzeit ja ziemlich stark ist, tut sich Seltsames im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, also in den USA. Denn Finanzministerin Janet Yellen hat schlichtweg aufgehört, die Neuverschuldung publik zu machen. Normalerweise erfolgte diese Publikation am 8. Werktag eines Monats, hätte also am 10. Oktober dann online gestanden haben müssen, aber das ist nicht erfolgt. Ohne Gründe, es ist nach wie vor nicht erfolgt, jetzt praktisch eine Woche später. Und die Frage stellt sich, naja, warum passiert das nicht? Zumal wir ja in der ganz, ganz heißen Phase des US-Wahlkampfs sind und bekanntlich ist Janet Yellen eine Demokratin und ist jetzt sicherlich nicht ein Fan von Donald Trump. Hofft also nicht zwingend, dass Seth Donald der nächste Präsident wird. Und eines ist klar, wir hatten ja zuletzt deutlich steigende Kapitalmarktzinsen gesehen. Und das ist der einzige Gegenspieler gegenüber der Schuldenorgie welcher Regierung in den USA auch immer, ob es jetzt dann Harris wird oder Trump. Eins ist klar, sie werden massiv die Schulden weiter erhöhen. Und das ist natürlich weiter Treibstoff für eine Rallye im Gold und für nicht wirklich deutlich fallende Kapitalmarktzinsen, weil die eben sagen, nee, dieses Spiel spielen wir nicht so mit. Das sind die Gegenspieler, Kapitalmarktzinsen und Gold, so könnte man sagen. Wir wollen uns das Ganze mal anschauen an einem Handelstag, der, naja, so ein bisschen mau ist, kann man sagen. Gestern ja diese ASML-Chip-Katastrophe, schwache oder Anzeichen für Probleme bei den Konsumenten bei Kreditdaten. Und heute sehen wir so ein bisschen einen Switch der Wall Street in die US-Nebenwerte. Tech wird so ein bisschen gemieden, aber ansonsten passiert nicht so wahnsinnig viel. Aber schauen wir uns mal das wirklich Interessante an, nämlich wie hier sichtbar wird. Die Amerikaner haben ja 35 Billionen und ein paar zerquetschte an Staatsschulden. Dann kommen noch Haushalte und Firmen obendrauf. Dann sind wir, naja, um und bei 100 Billionen Dollar an Schulden. Und wie gesagt, normalerweise würde eigentlich diese Publikation hätte erfolgen müssen in dem sogenannten Monthly Treasury Statement, wo also das Finanzministerium sagt, okay, im letzten Monat, nämlich im September, sind so und so viel Schulden dazu gekommen. Und wenn wir uns mal das Budgetdefizit anschauen, im Mai in den USA 347 Milliarden Dollar, im Juni waren es 660, dann im Juli 244, 380, dann im August, das sind alleine 1,6 Billionen Defizit in 4 Monaten, unfassbar. Jetzt ist der September ja noch gar nicht veröffentlicht und die Frage, die muss man wirklich stellen, naja, was ist denn da eigentlich los, warum macht die gute Janet Yellen das nicht, warum wird da nicht erklärt, gut, wir haben irgendwie ein Problem, vielleicht gab es einen Hurricane, ja, Helene oder Milton, aber Washington ist ja weit weg von den Gebieten, die da betroffen waren. Also da stellt sich schon die Frage, was ist da los, zumal ja Besserung nicht in Sicht ist. Und jetzt gibt es hier eine Analyse, die sagt, gut, also im Worst Case würde unter Harris nochmal 8,1 Billionen an Schulden dazukommen. Der Base Case, also die zentrale Annahme, ist 3,5 Billionen und bei Trump viel mehr, nämlich 7,5 und im Worst Case sogar 15 Billionen Dollar. Naja, ob das Ganze so stimmt, das kann man mal in Frage stellen, denn die gute Kamala Harris will ja den Leuten Geld schenken zum Get-No. Da wird jedes Kind honoriert mit 8.000 Dollar, da werden Hauskäufer mit 20.000 Dollar unterstützt. Da hat sie jetzt vorgeschlagen, für schwarze Menschen eben nicht rückzahlbare Geschenke zu vergeben in Höhe von 20.000 Dollar. Jetzt wurde sie gefragt, ja, wie schaut es denn aus, wird es denn Entschädigung für die Sklaverei geben, die in diesem Land, nämlich den USA, passiert ist. Sagte, ja, das müssen wir ganz offen diskutieren, da müssen wir uns Gedanken drüber machen. Also wer weiß, ob es dann noch Sklaverei-Entschädigungen gibt, die dann natürlich auf Pump passieren, gar keine Frage. Und so ist eines schon klar, wir sehen, dass die Interest Payments mehr sind als etwa alles, was für Verteidigung ausgegeben wird. Nur Social Security ist noch ein bisschen höher, aber in der Summe sind wir so bei 1 Billion Dollar pro Jahr.
Das ist mehr als etwa 98% der Länder dieser Welt überhaupt an BIP haben, also innerhalb eines Jahres wirtschaften, Tendenz weiter steigend. Wir dürften Ende dieses Jahres dann bei 1,1 Billionen sein und wir sehen, wie schnell das hier nach oben gegangen ist, von 400 bis 500 Milliarden noch in Corona, jetzt mehr als das Doppelte. Und das liegt natürlich an den Kapitalmarktzinsen. Und die Fed hat ja die Zinsen gesenkt um 0,5%. All dieweil, so viel hilft das nicht, weil die Amerikaner, wie alle Staaten, ja teilweise länger laufende Anleihen auf den Markt bringen. Also wenn die Fed jetzt die Zinsen senkt, dann ändert das nichts. Zumal ja auch die Kapitalmarktzinsen nicht gefallen sind, als die Fed die Zinsen gesenkt hat, sondern gestiegen sind. Wir sind ja von 3,6 auf 4,1% gestiegen. Jetzt sind wir bei 4,0%. Also nichts fallende Kapitalmarktzinsen. Und relevant, was die Schuldenkosten betrifft, sind eben die Kapitalmarktzinsen und nicht die Leitzinsen, die ja praktisch nur ein Interbankenzins ist, den die Fed hier vorschlägt. So könnte man sagen. Und so sehen wir, dass eben allein im letzten Jahr die Verschuldung drastisch gestiegen ist. Wir sind jetzt über 100% des BIPs, werden in einigen Jahren 116% erreichen. Und ein Kind, das geboren ist 2024, hat praktisch schon Schulden pro Kopf in den USA. Jeder Neugeborene hätte dann Schulden von über $82.000. Wenn dieses Kind dann 18 ist, dann sind es schon $143.000 und im Alter von 30 Jahren dann $205.000, wenn alles so weitergeht, wie man erwartet. Aber vielleicht wird es ja noch krasser oder es wird weniger krass, weil die Märkte sagen, vor allem die Anleihenmärkte, nee, spielen wir nicht mehr mit. Die Investoren, die Ausländischen, die sagen, nee, ich kaufe eure Schulden nicht mehr, weil hier Schindluder treibt. Und all das noch flankiert von einer wieder deutlich steigenden Geldmenge. Die steigt nämlich jetzt seit 5 Monaten in Folge mit dem stärksten Anstieg, vor allem jetzt im August, als die Geldmenge auf über 21 Billionen Dollar gestiegen ist. Wir haben ja gesehen, dass im Gefolge der Zinsanhebungen und der Bilanzreduzierung die Geldmenge in den USA sich reduziert hat. Jetzt steigt sie wieder relativ deutlich. Auch das ist natürlich eine Steilvorlage für Gold, könnte man sagen. Wenn das begrenzte Gold immer mehr Dollars gegenüberstehen, dann ist eben der einzelne Dollar in Relation zu Gold weniger wert. Und so sehen wir, dass Gold heute es nicht ganz geschafft hat. Ich glaube, da hat man den Rekord so ziemlich eingestellt. Hier sehen wir links in dieser Grafik den Goldpreis in Dollars. Wir waren über $2.680 und rechts habe ich mal hier das Verhältnis zwischen Nasdaq 100 und Gold dargestellt. Das geht so ein bisschen bergab in den letzten Tagen, weil der Nasdaq so ein bisschen schwächer ist. Ich hatte ja mal wieder dazu gemacht, sollte man Gold kaufen und den Nasdaq verkaufen, so oder so in Euronen. Sind wir jetzt auf einen Rekordhoch gestiegen bei 2463 Euro. Allein in diesem Jahr 32% Zugewinn und all das natürlich in einer Zeit, wo diese totale Finanzialisierung, wie man sagen könnte, also die totale Entkoppelung von vernünftigem Geld, letztendlich dann zu unfassbar steigenden Preisen an allen Fronten geführt hat. Wir sehen hier mal die Relation aller Assets in Relation zum BIP am Aktienmarkt beträgt jetzt 200%, hat es noch nie gegeben. Unten sehen wir Gold und Inflation im Vergleich, da gibt es eine gewisse Korrelation. Und weil eben hier letztendlich ein Rad weiter gedreht wird, das man nicht mehr zurückdrehen kann. Also kannst du es nur noch weiter drehen, sonst fliegst du aus der Kurve. Und das führt eben dazu, dass Leute wie der Hedgefondsmanager Einhorn sagen, naja, die Märkte sind extrem teuer. Ja, was ist denn da los? Price-to-Earnings-Ratio, etwa bei Nvidia 64. Dann kommt Tesla 62, dann Amazon 45, Netflix 44. Netflix wird ja morgen berichten, Apple 36, Microsoft 36, dann Price to Sales, also Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz, auch da führend am teuersten Nvidia 35, dann mit weitem Abstand Microsoft, Meta und Apple. Also wir sehen, das sind Extremstbewertungen. Der S&P 500 ist bei Price to Sales bei 3,0. Das ist auch teuer, aber viel, viel billiger als das, was hier bei diesen einzelnen Aktien der Fall ist. Der DAX ist da viel, viel billiger in der Summe als eben die Amerikaner, die dann eben auch permanent neue Allzeithochs erreichen. Hier sehen wir, der
Marktgewichte der S&P 545 Allzeithochs in diesem Jahr erreichte der Gleichgewichtete jetzt immerhin auch schon 23, also der holt so langsam auf, weil eben die Tech-Werte jetzt nicht mehr der ganz heiße Scheiß sind, auf Deutsch gesagt, sondern man eben sich sagt, naja gut, jetzt fallen die Zinsen, dann kaufen wir eben mal was anderes, was nicht so teuer ist wie eben diese Tech-Werte. Und so sehen wir, dass seit Corona oder seit der Pandemie das Haushaltsvermögen der Amerikaner um sage und schreibe 46,6 Billionen Dollar gestiegen ist, auf jetzt insgesamt über 160 Billionen Dollar. Also da sind Immobilien dabei, Schnipp und Schnapp. Und das in einer Situation, wo immer mehr Leute sagen, also mir geht es schlechter als ein Jahr zuvor. Wir sehen, dass der Anteil, die sagen, es geht mir schlechter als vor einem Jahr, deutlich angestiegen ist. Und das, obwohl eben die Assetpreise so massiv gestiegen sind und ein Median-Amerikaner 250.000 Dollar in Aktien hat. Median heißt also, die Hälfte hat mehr als 250.000, die andere Hälfte hat weniger als 250.000 Dollar nur in Aktien. Die haben viel mehr in Aktien als in Bargeld. Und dennoch sehen wir, dass die Leute in Schwierigkeiten sind. Ein Grund dafür ist der Zinseszinseffekt. Etwa Kreditkartenzinsen von über 23%, das tötet dich on the long run. Und so sehen wir, dass immer mehr Amerikaner zum Beispiel ihre Autokredite nicht mehr bedienen können, unter Wasser sind. Das bedeutet, dass der Restwert des Autos, den sie gekauft haben, weniger ist als der Kredit, den sie noch ausstehen haben. Das liegt auch daran, dass ja die Gebrauchtwagenpreise so deutlich runtergekommen sind in den USA und so steigen eben hier die Ausfallraten sehr, sehr deutlich. Gleichzeitig sind die Leute vor allem mit einer Inflation konfrontiert, die man direkt merkt, etwa wenn man einkauft, Lebensmittel zum Beispiel. Hier sehen wir, dass die Lebensmittelpreise in wenigen Jahren um 22,5% gestiegen sind. Ob es Fleisch, Hähnchen, Fisch oder Eier sind, vor allem Eier steigen derzeit extrem stark im Preis. Alleine im September sind die Lebensmittelpreise um 0,4% gestiegen, seit 2021 eben um 22,5%. Und das merken die Leute, das spüren die Leute. Und jetzt haben wir gesehen, dass die Kapitalmarktzinsen angestiegen sind, also die Renditen für US-Staatsanleihen. Und so haben wir heute dann die Mortgage Applications bekommen, also die Hypothekenanträge. Wie schaut es da aus? Also wie viele Leute beantragen einen neuen Kredit, um ein Haus zu kaufen? Und hier sind die um 17% gefallen zur Vorwoche. Das ist der größte Rückgang seit 2020. Der Grund dafür ist, dass jetzt die Kredite wieder teurer geworden sind. Die 30-jährige Mortgage Rate etwa jetzt bei 6,52%. In der Vorwoche waren wir noch bei 6,36%. Das ist natürlich schon sehr erheblich. Unten sehen Sie mal eine Grafik dazu. Also diese steigenden Kapitalmarktzinsen, die machen im Grunde das zunichte, was die Fed mit den Leitzinsen macht. Die neutralisieren diese Zinssenkung der Fed. Und eines ist eben immer klarer hier, der Anteil der Konsumenten, die sagen, ihre Situation ist viel schlechter als vor einem Jahr, die steigt, während der Anteil derjenigen hier in Gelb, die sagen, also mir geht es viel besser finanziell als vor einem Jahr, deutlich geringer ist und vor allem abwärts gerichtet ist. Und das ist natürlich das, was aus meiner Sicht Trump bei dieser US-Wahl favorisiert, weil die Leute letztendlich mit der Brieftasche abstimmen. Und diese Brieftasche, die hat in gewisser Weise Stress, sodass die New York Fed eben immer noch eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 57% sieht, während auf der anderen Seite hier die High Yield, also die Junk Bonds, so niedrige Risikoprämien haben wie eigentlich seit 2007 nicht mehr. Also man sieht da gar kein Risiko. Erstaunlicherweise aber nochmal zurück eben zu diesen politischen Konsequenzen, dass die Leute mit ihrer Brieftasche abstimmen. Jetzt sehen wir hier, dass Trump deutlich vorne liegt, wenn es darum geht, was ist die bessere Wahl für die eigenen Finanzen und für Inflation. Da sagen mehr Amerikaner, dass Trump hier besser sei, während 45%, während nur 38% sagen, naja, da könnte die Harris besser sein. Und hier sehen wir, auf Polymarket ist der Abstand jetzt so groß wie noch nie, seit Harris in den Wahlkampf eingestiegen ist, zwischen Trump und Harris. Also Harris hat offenkundig ein bisschen ein Problem und das sehen wir dann auch an den Märkten. Hier, Republican Outperformers, die steigen, während die Demokraten
Also das, was von einem Demokratensieg profitieren würde, latent am Sinken ist hier in Gelb und Weiß sind die Republicans. Wenn Sie nochmal das ein bisschen genauer wissen wollen, was da passiert mit der guten Janet Yellen, warum wird diese Statistik nicht mehr publiziert? Die sind nicht insolvent, sie haben nur aufgehört zu produzieren, würde Robert Habeck sagen. Dann ist hier gleich mal die erste Artikelempfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, ist der zweite Teil, wo wir uns Interessantes über die USA anschauen, wo wir uns China anschauen, wo wir uns Deutschland anschauen, wo wir uns einmal ein bisschen mit den Dingen beschäftigen, die das ganze Bild beschreiben, das, was die Welt gewissermaßen im Innersten zusammenhält. Beide Links zu dem Artikel wie auch zum zweiten Teil unter dem Video. Wir sehen uns gleich. Ciao.